Schön, dass Sie noch dabei sind. Ich kann zumindest für die Gruppe, in der ich war, sagen, es war eine sehr fruchtbare Diskussion, eine sehr interessante Diskussion. Schön, dass Sie auch noch für den letzten Teil des Abends dabei sind. Ich begrüße hier auf der Bühne Frau Juniorprofessorin Mandy Schiefner-Roos. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Professor Dr. Antje Michel von der FH Potsdam für die Arbeitsgruppe Curriculum 4.0 und Martin Rademacher von der Hochschulrektorenkonferenz für die Arbeitsgruppe Anrechnung digitaler Lehrformate. So haben wir jetzt so die Männer-Frauen-Einteilung gemacht. Wir wollen nicht gegendert sitzen. Genau, aber dass wir hier auf dem Podium eine 50-prozentige Männer-Frauen-Quote haben mit einem männlichen Moderator, würde ich mal sagen, das kommt auch selten vor und ich freue mich darüber außerordentlich. Deswegen fange ich jetzt auch mal mit dir an. Antje, für dich persönlich, hast du irgendwie so eine Art Kernergebnis der Arbeitsgruppe Curriculum 4.0, so die eine Sache, die für dich ganz besonders wichtig ist? Ja. Ich bin total quengelig geworden bei unserem Fachbereich, was Curriculumentwicklung betrifft. Und mein Kernergebnis ist, glaube ich, tatsächlich, und das ist interessanterweise heute auch in unserer Arbeitsgruppe nochmal angeklungen, solange wir Strukturen haben, sagen wir mal, die eine gewisse Schwerfälligkeit haben, müssen wir diese Strukturen ein Stück weit einfach versuchen zu gebrauchen, um Weiterentwicklung auszuprobieren, um Weiterentwicklung eben schon zu testen, die sich vielleicht noch nicht unmittelbar abbilden lässt. Hast du ein konkretes Beispiel? Wie geht das? da kann ich tatsächlich auch gerade nochmal auf unsere Arbeitsgruppe verweisen, die wir eben hatten. Da kam zum Beispiel für die Frage, wie kann man Inhalte in Curricula integrieren, die in den curricularen Beschreibungen noch nicht integriert sind. Und da wurde gesagt, ja, vielleicht sollte man einfach versuchen, Module, wo beide Lehrenden das Bedürfnis haben, etwas zu verändern, einfach mal zusammenzuschmeißen und kreativ umzudeuten. Okay. Ja, das ist doch schon mal das ist doch eine gute Idee. Gehen wir mal weiter. Frau Schiefner-Roos, selbe Frage an Sie. Kernergebnis für Sie, was ist Ihnen ganz, ganz besonders wichtig? Was liegt Ihnen am Herzen? Also für mich ganz besonders wichtig ist, es gibt gute Praxis in der Lehrerbildung. Also wir schimpfen ja oft auf die Lehrerinnen und Lehrer, die irgendwie die Medien nicht so nutzen oder die Hochschulen, die keine digitalen Medien in die Lehre integrieren. Und ich finde, wir haben in unserer AG zumindest gezeigt, dass es diese Praxis gibt. Ja. Es gibt Hochschulen, die viel machen, die engagiert sind und das jetzt tatsächlich in die Breite zu tragen und zu vernetzen, also genau diese Hochschulen in Kontakt zu bringen mit anderen, das ist, glaube ich, das, was jetzt ansteht. Aber es gibt gute Praxis, war für mich das, was wir auf der Haben-Seite schon verbuchen können. Und wie verbreitet ist diese gute Praxis? Das kommt immer darauf an, glaube ich, tatsächlich, wie die Universitäten da oder Hochschulen da aufgestellt sind. Also ich glaube, es gibt welche, die das ganz vorne auf der Agenda haben. Es gibt aber auch ganz viele, die das einfach nur machen, also einfach tun und die dann vielleicht nicht ganz sichtbar geworden sind bisher. Und ich glaube, da hat unser Papier zumindest gezeigt, auch diesen Hochschulen irgendwie die Möglichkeit gegeben, ganz klein zu sagen, stellt euch hier da, sagt, was ihr macht, und dann können wir letztendlich in Kontakt kommen. Und ich glaube, das ist was, was wir in Zukunft, glaube ich, mehr brauchen, uns tatsächlich auch über gute Praxis zu vernetzen. Das sind jetzt zwei sehr, sehr optimistische Aussagen gewesen. Martin, bist du kannst du diesen Optimismus teilen für deinen Themenbereich? Ich glaube ja. Wenn man, glaube ich, ein Kernergebnis bei uns festhalten kann, dann ist das ein banales, aber auch ein zugleich nicht banales, nämlich, dass das, was wir behandelt haben, tatsächlich ein Thema ist. Ja. Wenn wir über Anrechnungsfragen sprechen, dann ist das vielleicht ein Thema, was momentan noch keine allzu große Rolle spielt an Hochschulen.
Es wird aber eine Rolle spielen. Und es, da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig gewesen in der Gruppe, dass angesichts der Ubiquität von Lernmöglichkeiten in der digitalen Welt, es, glaube ich, mehr und mehr selbstverständlich sein wird, dass Hochschulen mit der Frage konfrontiert werden von Studenten, ich habe jetzt aber das und das gemacht, in einem informellen, nonformalen Lernkontext, kann ich mir das anrechnen lassen? Mhm. Und auch wenn das momentan vielleicht an Hochschulen noch nicht allzu viel Raum einnimmt, müssen Hochschulen darauf vorbereitet sein, damit, wenn diese Situation eintritt, und ich glaube, das wird kontinuierlich wachsen, sie von diesen Anfragen nicht überrollt werden. Also du sagst, bisher spielt das an den Hochschulen noch keine so große Rolle. Also das, daraus nehme ich auch mit, viele denken noch nicht so wirklich drüber nach. Naja, momentan ist es noch einfach für eine Hochschule zu sagen, im Zweifel rechne ich nicht an. Aha. Aber da, wo es üblicher wird, kann natürlich auch sehr bald die Situation eintreten, dass eine Abstimmung mit den Füßen stattfindet. Mhm. Und Studierende dann eben dahin gehen, wo es funktioniert. Mhm. Insofern ist es allein aus Profilierungsgründen, aus strategischen Gründen für die Hochschulen enorm wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn wir mit unserer AG da ein bisschen Awareness schaffen konnten, dann ist schon viel gewonnen. Okay. Hat dich irgendwas überrascht in dieser Arbeit in dem Jahr? Also welche überraschende Erkenntnis hast du gewonnen? Oder war das schon die überraschende Erkenntnis, dass viele Hochschulen sich noch nicht so sehr darüber Gedanken machen? Vielleicht gar nicht so sehr eine überraschende Erkenntnis, aber eine Erkenntnis, die wir im Hochschulforum, glaube ich, immer wieder finden. Ja? Nämlich, ja, dass durch die Digitalisierung erstmal gar nicht so viel anders wird, beziehungsweise dass die Anrechnung von digitalen Formaten erstmal gar keine andere ist als die von klassischen Formaten, aber dass Digitalisierung immer ein Treiber ist und ein Katalysator und ein Beschleuniger und dass dadurch Prozesse eben eine ganz andere Quantität und Intensität annehmen können, als sie bisher besitzen. Und ich glaube, das sich klarzumachen, ist der erste Schritt dahin, dass man sich dann eben auch strategisch damit auseinandersetzt und Lösungen findet. Mhm. Digitalisierung als Katalysator, als Beschleuniger, gilt das eigentlich auch für die Lehrerbildung? Also nee, das ist ein relativ, relativ einfacher Übergang, ich gebe es zu. Aber tatsächlich... Man liest allenthalben, ich bin kein Fachmann in der Lehrerbildung, das gebe ich offen zu, aber man liest ja allenthalben, dass, wenn man sich auch internationale Vergleiche anguckt, dass die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern ein absoluter Schlüssel dazu ist, gute Schulbildung zu erreichen. Und dass das in Deutschland sicherlich nicht schlecht läuft, aber dass es auch durchaus Luft nach oben gibt. Das nehme ich als normaler Medienkonsument so mit. Liege ich da jetzt komplett falsch? Und daran anschließend die Frage, könnte eben dieser digitale Wandel ein Katalysator auch dafür sein, dass wir in Deutschland die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern wirklich signifikant verbessern? Schwierige Frage, tatsächlich gar nicht so einfach darauf zu antworten. Ich glaube, wir haben eine fachlich sehr gute Lehrerbildung in Deutschland, wo wir natürlich im internationalen Vergleich immer wieder hinterherhinken, und das zeigen ja die ICLS-Studien beispielsweise, ist tatsächlich die Verankerung von digitalen Medien in der Lehrerbildung. Ich glaube, da gibt es durchaus immer noch Potenzial, und das ist, glaube ich, heute in unterschiedlichen Gesprächen deutlich geworden, liegt natürlich auch an der Organisation der Lehrerinnen und Lehrerbildung, die wir haben, die natürlich nicht nur an der Hochschule stattfindet, sondern auch im Studienseminar und in der Lehrerfort- und Weiterbildung, die nicht nur von den Hochschulen verantwortet wird, sondern auch von den Ministerien, die pädagogischen Landesinstitute in den Ländern. Tatsächlich ist, ich glaube, die Lehrerbildung das dickste Brett, was sie bohren können, wenn sie sich mit letztendlich Digitalisierung und Hochschule beschäftigen können. Selbst in der Hochschule haben wir drei Akteurinnen, die da eine Rolle spielen, nämlich die Fachwissenschaften, die Bildungswissenschaften und die Fachdidaktiken. Und die müssen sie auch an einen Tisch kriegen. Das heißt also, tatsächlich, glaube ich, ist es ein dickes Brett, aber es lohnt sich. Denn ich glaube, genau wie Sie, der Schlüssel dahin, dass wir eine Gesellschaft haben in ein paar Jahren, die mit diesem Digitalen gut umgehen kann,
Dazu brauchen wir essentiell Lehrerinnen und Lehrer, die das auch vermitteln mhm. können. Nicht nur, ja. das haben wir eben in der Gruppe auch diskutiert. Ich glaube, es wird sich an Schulen auch verändern, dass andere Leute auch in Schule hineinkommen, tatsächlich, dass Schulentwicklungsprozesse anders laufen. Aber wir brauchen auch Lehrerinnen und Lehrer. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die geht einem gefühlt, weil der Prozess der Durchdringung der Gesellschaft mit digitalen Medien so schnell ist, mhm. geht einem das Gefühl zu langsam. Immer. Ja. Das gilt aber für jedes Thema in der Lehrerbildung, glaube ich. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir die Titel der Gruppen angucke, da sind das gigantische Themenbereiche. Curriculumentwicklung, das ist ein Riesenblock. Anrechnung digitaler Lehrformate klingt erstmal kleiner, ist aber auch, das speist, das geht in so viele Bereiche rein. Und auch die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, gibt es dann natürlich auch viele Dinge, die sehr ähnlich sind zu anderen Bereichen. Also eine bessere Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern ist sicherlich teilweise gar nicht groß anders, als wie man in anderen Fachbereichen ausbildet. Aber auch das spielt in so viele Bereiche rein. Und ich frage mich, Was fehlt eigentlich? Also was haben wir erreicht, aber was haben wir noch nicht erreicht? Was würden wir, wenn wir jetzt noch ein Jahr weiter die AG betreiben, was würden wir in diesem weiteren Jahr machen? Und ich würde das einfach mal so durchfragen. Ich fang mal mit dir an. Was wäre deine Agenda? Weil wir haben viele Dinge, also alle AGs haben viele, viele Dinge erarbeitet, aber die Fehlstellen sind natürlich auch da. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, das ist ein wirklich guter Punkt. Das haben wir uns ja auch schon in unserer AG gefragt. Und mein persönlicher Punkt wäre, wir haben, glaube ich, in unserer AG hinbekommen, eine wirklich außerordentlich breite Bestandsaufnahme zu machen über teilweise schon fast chaotisch agile Prozesse, die aber natürlich immer sehr gezielt angegangen waren. Diese Breite fein zu arbeiten und diese Breite jetzt eben praktisch auch nochmal zu kondensieren dann auch Bezüge praktisch zu den unterschiedlichen oder zwischen diesen unterschiedlichen Arbeitsgruppen herzustellen. Das fände ich eben spannend. Also weil ich glaube schon, dass Digitalisierung einfach von der Disruption eben, die ihr innewohnt auf bestehende Strukturen, auch die Möglichkeit bietet, dass man auch nochmal Allianzen neu überdenkt, mhm. ne? Und auch nochmal Kooperationslinien mhm. neu überdenkt. Und bei uns sind zum Beispiel in unserer Arbeitsgruppe sind selbstverständlich auch permanent in der Diskussion Themen aufgekommen, die in ihre beiden Arbeitsgruppen gespielt haben. Ne? Also die Frage Micro-Degrees und Anrechnung von extern erworbenen Kompetenzen ist natürlich bei der Curriculumentwicklung ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und eben auch die Frage, wie steht ein Curriculum in einer Linie zur Bildung in der Schule und eben auch zur Bildung von Multiplikatoren, die eben später andere ausbilden müssen, ist ja auch eine große Frage. Mhm. Und das wäre so ein Punkt, der sicherlich sehr interessant wäre, eben einfach nochmal diese Verbindungslinien aus den Ergebnissen der unterschiedlichen AGs auch mhm. nochmal zu extrahieren. Ja, okay. Und Bezüge herzustellen, wirklich. Mhm. Stimmt. Gar nicht so unkomplex. No. Aber dafür sind wir ja da. Genau. Was würden Sie sagen? Ich glaube, das ist deutlich geworden. Es ist und bleibt komplex. Und ich glaube, die Frage ist, was kann so eine Arbeitsgruppe oder so eine AG, die ein Jahr sich regelmäßig trifft, was kann sie überhaupt bewirken? Mhm. Und ich glaube, dann haben wir, wenn wir eine Bestandsaufnahme haben, tatsächlich, wenn wir Daten haben, wenn wir Beispiele haben, haben wir schon ganz schön viel gewonnen. Mhm. Und es wäre ja anmaßend zu sagen, allein die AG löst jetzt die Probleme, die die letzten 30 Jahre in der Lehrerbildung tatsächlich so vor sich hin dümpeln. Und so lange sind die Diskussionen ja schon. Also ich glaube, was es geleistet hat aus meiner Perspektive und was solche Formate interessant macht, ist, dass sie nochmal die Lupe legen und nochmal Dinge auf die Agenda setzen, die sonst im Alltäglichen gegebenenfalls untergehen. Jetzt haben wir mit der Lehrerbildung nicht ganz das Problem, sondern es ist gerade tatsächlich wirklich in allen Bereichen ein relevantes Thema. Aber ich glaube, solche Formate legen nochmal den Spot auf ein Thema. Mhm. Und deswegen sind sie wichtig. Und was sie aus meiner Perspektive leisten, ist einfach, dass sie Akteure miteinander ins Gespräch bringen.
Also wir haben jetzt natürlich irgendwie 10, 12 Leute, die miteinander gearbeitet haben, die sich kennen, die wissen, wie das in den unterschiedlichen Bundesländern funktioniert. Das habe ich vorhin in der Komplexität gar nicht noch aufgeführt, dass es ja auch noch 16 Bundesländer gibt in Deutschland, die das kompliziert machen. Das heißt, ich glaube, mehr kann so ein Format an der Stelle auch gar nicht leisten. Und dass das jetzt weitergeht mit der Vernetzung, ist, glaube ich, im Rahmen von digitalen Medien nicht das Thema. Da bin ich optimistisch. Und genauso diese Querverbindung zwischen den unterschiedlichen Themen jetzt, aber auch zwischen den alten Gruppen von vom Hochschulforum zu digital zu adressieren und einfach also Sie würden jetzt, Entschuldige. Alles gut. aber Sie würden jetzt nicht sagen, dass noch was fehlt. Also, dass man jetzt noch sagen könnte, okay, wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt noch mal ein Jahr draufkriegen, was könnte da, die Agenda sein? Was uns gefehlt hat tatsächlich, wovon wir geträumt haben, und wir sind ja am Anfang gestartet tatsächlich mit der Phase, wir wollen es maximal disruptiv haben, sind dann doch wieder im Papier gelandet. Wir hatten mal überlegt, eine Bildungsreise zu machen, durch Deutschland, uns Sachen tatsächlich anzuschauen, aufzunehmen, Akteure zu Wort kommen lassen, zum Beispiel, das hatten wir mal diskutiert. Eine Konferenz wollten wir machen zum Thema Lehrerbildung, international Leute uns einzuladen. Also tatsächlich, wir hätten schon noch Ideen, ich hätte gesagt, für 3 bis 4 Jahre gehabt. Ist jetzt nicht so, dass sie uns ausgegangen wären. Und von daher glaube ich, man kann immer noch mehr machen. Und deswegen ist so ein Jahrprozess letztendlich was man anstoßen kann. Aber mehr ist dann, glaube ich, also wenn es weitergeht, ich bin dabei. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Ideen hatten wir noch. Okay, Martin, was wäre deine Agenda für weitere 12 Monate? Was fehlt? Also ich habe da jetzt erstmal ein ganz ähnliches Fazit. Man kann immer noch mehr machen. Und wir haben auch 2 von 4 Sitzungen gebraucht, um unser Thema abzustecken. Das war ein sehr, sehr wichtiger Prozess, bei dem wir alle selber sehr, sehr viel gelernt haben. Ich glaube, wir haben dieses Thema auch gut diskutiert und behandelt. Was man jetzt in weiteren Schritten noch tun könnte, das ist, glaube ich, so, dass, klar, es gibt immer noch Möglichkeiten, Best Practice zu sammeln. Man könnte gucken, wie machen Hochschulen das anderswo mit Anrechnungen. Gibt es da vielleicht schon irgendwelche etablierten Prozesse, die man sich abgucken kann? Aber Best Practice Sammlung gibt es zuhauf. Ich glaube, was viel wichtiger ist, wäre, und das kann auch passieren, unabhängig von der Arbeit der Gruppe, dass man jetzt eben dieses Bewusstsein, was wir gewonnen haben, eben nach außen trägt. Und das auch gegenüber der Politik kommuniziert und beispielsweise sagt, wir brauchen sowas wie ein Anrechnungsregister, um es den Hochschulen zu erleichtern, zu sehen, welche externen Angebote sind denn eigentlich seriös, was kann ich denn anrechnen. Wir müssten auf die Hochschulen zugehen und denen sagen, das ist ein Thema, beschäftigt euch damit, damit ihr nicht dann irgendwann am Tag X da steht und mit den ganzen Anrechnungsverfahren, die auf euch zukommen, nicht mehr klarkommt. Das wären, glaube ich, so die nächsten Schritte und ich glaube, da sind Politik und Hochschulen gleichermaßen gefragt, das jetzt auch ernst zu nehmen, dieses Thema. Okay. Ich würde jetzt einfach das zum ersten Mal gerne fürs Publikum öffnen. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die Publikumsfragen so ganz die letzten 5 Minuten sind. Das heißt, ich würde sagen, jetzt machen wir mal so 2, 3 Fragen aus dem Publikum. Ein paar habe ich aber auch noch selber. Aber genau, Hände hoch und da haben wir doch schon gleich die erste. Ich habe keine Frage, sondern ich habe eine Anmerkung. Doris Herrmann von der Akkreditierungsagentur AQUAS. Wir arbeiten viel im Ausland und ich stelle fest, dass in einigen Ländern, Afrika, arabische Länder, Türkei, die Digitalisierung zum Teil weiter fortgeschritten ist als bei uns. Und ich denke, man müsste mal Best-Practice-Beispiele aus dem Ausland auch einbeziehen in seine Überlegungen. Ganz einfach, um deutschen Hochschulen auch die Tür zu öffnen und zu sagen, guck mal, das geht. Also die beste Schule, die vollständig digitalisiert war, habe ich in der Türkei gesehen. Sowas habe ich in Deutschland noch gar nicht gesehen. Und das wäre, glaube ich, mal interessant, einfach zu gucken. Wie sieht es denn in der Vollausbaustufe aus? Woran liegt das? Haben Sie da eine Idee? Unterschiedliche Gründe. Teilweise hängt das mit Distanzen zusammen. Also wenn Sie in Afrika aktiv sind oder in einigen arabischen Ländern, sind die Distanzen zwischen den Hochschulen so weit, dass man für die jungen Leute dann halt digitale Lernangebote viel frühzeitig entwickelt hat, während man bei uns sagt, fahr doch 1/2 Stunde mit dem Bus und dann bist du da und kannst es dir vor Ort abholen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man vielleicht früher die Zeichen der Zeit auch erkannt hat und sich früher des Themas angenommen hat als in Deutschland. Möchte den Ball jemand aufnehmen vom Podium?
Also wir hatten die Idee tatsächlich mit einer internationalen Tagung nochmal uns tatsächlich auch aus dem Ausland Dinge hineinzuholen. Ist dann einfach nicht umgesetzt worden, weil wir nicht alles machen können an der Stelle. Aber klar, Internationalisierung und Lehrerbildung ist auch ein großes Thema. Tatsächlich auch nutzen, was im Ausland entwickelt wird. Ja, also das ist ein total wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wir haben das in der AG Curriculum 4.0 bei unserer Studie, die wir in Auftrag gegeben haben zum Thema curriculare Konzepte zur Vermittlung von Data Literacy, haben wir das sehr schön erfahren können, weil von den, ich glaube, 87 Beispielen, Best Practice Beispielen, die ermittelt worden sind, waren letztendlich 4 aus Deutschland. Und also wenn wir da innerhalb des deutschsprachigen Raums geschaut hätten nach Best-Practice-Beispielen, wären wir nicht so besonders weit gekommen. Und wirklich so die Leuchttürme waren definitiv im angelsächsischen Raum. Und da waren wir sehr froh, dass wir diese Datenbasis in den internationalen Raum ausgeweitet hatten. Ja. Gibt es eine weitere Frage oder auch Anmerkung? Vielen Dank für die Anmerkung aus dem Publikum. Ja, da hinten. Michael Wulff, FH Aachen. Sie hatten ja eben angedeutet, was würden Sie jetzt machen, wenn das jetzt noch ein Jahr länger ist? Hätten Sie auch sagen können, noch ein Jahr länger und noch ein Jahr länger. Das Entscheidende ist die Agilität. Von daher ist eigentlich dieses Jahr schon fast zu viel. Ich übertreibe es jetzt natürlich. Also das, was ich einfach eben festgestellt hatte, das war, was Frau Michel schon gesagt hat, einfach in dieser Arbeitsgruppe, das, was rauskommt, ist zum Teil einfach Schwarmintelligenz. Und die Schwarmintelligenz, das, was an Erfahrung in den einzelnen Sachen da ist, ist entscheidend viel wichtiger, um das Ganze tatsächlich auch schnell durchzusetzen. Und damit sind wir bei Agilität. Und die Digitalisierung im deutschen Raum krankt zum Teil einfach daran, dass wir einfach Aussagen 100%, na sagen wir 99,5% richtig haben müssen, die wir aber in 4 Jahren erarbeitet haben und vor 3 Jahren wäre sie richtig gewesen und inzwischen ist sie eigentlich schon wieder falsch. Und von daher ist das Entscheidende nicht die Länge, sondern tatsächlich eher dieses Kurze zu sagen, wir probieren aus, bestimmte Sachen funktionieren nicht und dann gehen wir weiter. Und von daher ist das eine Jahr genau richtig hinzugehen und zu sagen, so daraus entsteht jetzt ein Papier, damit wird weitergearbeitet und dann gehen wir eben im Jahr wieder hin und überarbeiten es nochmal. Und von daher, keine Frage, bitte jetzt nochmal verlängern. Wir haben auch andere Arbeitsgruppen geplant, aber danke für das Plädoyer, das wir richtig geplant haben an der Stelle als Hochschulforum Digitalisierung. Gibt es weitere Anmerkungen oder wollte dazu jemand was sagen? Ich glaube, das kann man als Statement so stehen lassen. Gibt es noch weitere Anmerkungen zu diesem Zeitpunkt? Sonst fahre ich einfach mit meinen. Ah, oh, da gibt es noch eine. Tobias. Also was ich schon spannend finde, Tobias Seidel, ich war auch in dieser Arbeitsgruppe 4.0, ich komme von der Hochschuldomänen in Stuttgart. Was glaube ich schon spannend ist, wenn wir über diese Frage nach Beispielen aus dem Ausland reden, wo wir unseren Fokus hinwenden. Ne? Also ich glaube rein von der Sprachaffinität gucken wir sehr, sehr viel in den angloamerikanischen Raum. Nur wenn man jetzt, glaube ich, mal die technikgetriebene Entwicklung anguckt, sagen ja schon viele, wir müssen nicht mehr ins Silicon Valley gucken, sondern wir müssen eigentlich nach China gucken. Von daher wäre schon die spannende Frage, wie wir es auch schaffen, mit unserer kulturellen Brille eventuell mal den Blick Richtung Osten zu richten und zu gucken, was finden wir da eigentlich an Lösungen, an Ideen, mit diesen Fragestellungen umzugehen. Und ich glaube, das ist, wenn ich so die Diskussion in vielen Bereichen betrachte, schon noch so ein bisschen ein Desiderat. Dazu. Gut, dann frage ich mal, gehen wir mal zurück zu den da gab es noch René, bitte mit Mikrofon wegen Livestream, die Leute sollen es auch hören können. René Krempko, Blick nach Osten war das Stichwort, nur ganz kurze Anmerkung. Vielleicht kann man auch einfach mal ins Baltikum schauen. Also insbesondere Estland ist ja bekannt, aber auch Litauen ist schon ziemlich weit, auch Schulen. Meine Tochter ist gerade auf Austausch dort. Also ich könnte da auch noch ein paar Sachen erzählen, aber vielleicht später. Danke.
Wunderbar, vielen Dank auch für den Input. Und ja, das würde ich genauso sehen. Das ist uns aber auch durchaus bewusst im Hochschulforum. Also wir haben da durchaus schon unsere Kontakte. Aber auch, um einen kurzen Werbeblock zu machen, im Herbst findet eine Delegationsreise in die Niederlande statt, die auch ein wirklich sehr, sehr spannender Ort sind. Da kann man sich für bewerben. Draußen liegen Flyer am HFD-Tisch aus, wo man sich informieren kann. Kommen wir zurück zum Inhalt. Wir haben ja, alle Gruppen haben ja Empfehlungen erarbeitet. Ne? Was wäre die erste Sache, die wichtigste Sache, die Sie, die ihr Lehrenden beziehungsweise Leuten, die Studiengangsleitungen ans Herz legen würdet? Also jetzt nicht die Politik, was konkret an der Basis, was ist so die Top-Empfehlung, was sollten die machen? Ich fange mit Martin an. Bewusstsein und Strategie. Mhm. Gerade in Bezug auf Anrechnungsfragen muss ich mich als Hochschulleitung damit auseinandersetzen und ich muss mir klar machen, dass es ein Thema, was kommt. Mhm. Und dann muss ich natürlich mal schauen, links und rechts, was gibt es denn eigentlich schon für Beispiele? Vielleicht kooperativ gute Praxis entwickeln und vielleicht schon mal mit externen Bildungsanbietern, mit ausgewählten externen Bildungsanbietern kooperieren und schauen, was kann man denn da vielleicht schon für meine Hochschule rausziehen. Mhm. Das ist natürlich immer ein Thema, ich kann keine Empfehlungen geben, die generell für alle Hochschulen in Deutschland gilt, aber dafür ist die Hochschullandschaft in Deutschland einfach viel zu divers. Aber jede Hochschulleitung sollte sich fragen, gibt es denn nicht irgendwie ein spezifisches Profil, was ich habe, wo ein solches Szenario einer Kooperation mit einem externen Anbieter vielleicht Sinn macht? Was für ein externer Anbieter wäre das, mit dem eine Hochschule konkret eine Kooperation eingehen könnte? Naja, also wir haben ja schon viele Beispiele im Bereich Anrechnung von beruflicher Bildung. Das ist ja für viele Hochschulen auch schon ein Profil. Jetzt gibt es aber ja auch private digitale Anbieter und da gibt es momentan noch nicht allzu viele Beispiele. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es gute private digitale Angebote gibt, die, wenn sie denn Qualitätsstandards standhalten, eben auch tauglich sind, sich auf ein Hochschulstudium anrechnen zu lassen. Und dann kann das ja für eine Hochschule auch eine interessante Strategie sein. Okay. Selbe Frage, Frau Schiefner-Roos. Die Nummer 1 Empfehlung, wenn jetzt eine Hochschule kommt auf Sie zu, sagen wir, ich bin hier Studiengangsbeauftragter der, ich nehme jetzt einfach randomly eine Hochschule der Universität Erfurt, die sagen, hier die Lehrerbildung, die wollen wir verbessern, wir haben Digitalisierung im Kopf, was können wir jetzt konkret tun? Tun. Also tatsächlich ganz kurz tun und machen. Mhm. Ich glaube, viele der Sachen, die wir heute auch Mittag schon andiskutiert haben, sind keine großen Sachen, sondern sich tatsächlich gemeinsam in kleinen Schritten auf den Weg begeben und einfach mal anfangen. Sachen auszuprobieren, gemeinsam auszuprobieren. In der Lehrerbildung halte ich tatsächlich viel davon, dass Leute zusammenarbeiten, also tatsächlich Fachdidaktik mit der Bildungswissenschaft zusammen. Einfach mal tun, eine Lehrerfortbildung anbieten, einfach mal rausgehen ins Feld, tatsächlich ein Gespür dafür kriegen, was wollen denn meine Studierenden? Und im schlimmsten Fall lerne ich in dem Moment mit meinen Studierenden genau das Gleiche. Also ich glaube, tatsächlich ist Tun für Lehrende aus meiner Perspektive das, was im Fokus steht. Ausprobieren, auf die Nase fallen, neu starten. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und für Studiengangsmanager, und da wird es dann nochmal speziell, glaube ich, tatsächlich die Lehrerbildung als Lehrerbildung im Fokus haben, die speziell ist. Also ich glaube tatsächlich genau in dieser Vernetzung innerhalb der Hochschule, das muss man einfach mitbedenken. Das ist jetzt nicht so, dass da sozusagen die Studiengangsmanagerin der Bildungswissenschaft sich auf den Weg macht und nur, das sind ja schon drei Fächer, nur das bedenkt, sondern tatsächlich in der gesamten Breite zu denken. Und da gehören für mich an der Stelle auch die Zentren für Lehrerbildung dazu, die School of Education oder wie auch immer sie nennen, tatsächlich gemeinsam sich als Hochschule auf den Weg zu machen und zu sagen, was wollen wir erreichen? Modelle gibt es genug aus der Medienpädagogik der letzten 30 Jahre, sondern tatsächlich sagen, was heißt das denn jetzt konkret umgesetzt? Okay.
Antje. Netzwerk mobilisieren und das Zweite, sich wirklich sehr, sehr klar fokussieren. Also mit Netzwerk mobilisieren meine ich, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, stellen wir fest, dass wir eigentlich uns alle die gleichen Fragen stellen. Immer ein bisschen anders geartet, weil unsere Hochschulen und unsere Fachkontexte ein bisschen unterschiedlich sind, aber wir haben sehr, sehr vergleichbare Probleme und es gibt eine ganze Reihe guter Lösungen, das haben Sie eben auch schon angesprochen. Unser föderales System neigt so ein bisschen dazu, dass wir überall das Rad dann immer neu erfinden. Und das ist tatsächlich für mich auch so ein Outcome aus unserer Arbeitsgruppe, aber auch aus überhaupt dem Engagement im Hochschulforum Digitalisierung, dass es immer eine ganze Reihe von Beispielen gibt, von denen man schon profitieren kann. Und über dieses Netzwerk, was man mobilisiert, schafft man sich eben auch frei. Räume, dann über die Adaption von bestimmten Ideen dann eben selber weiterzukommen bei den Fragestellungen, die eigentliche Hochschule dann singulär ausmachen oder solitär ausmachen. Und das führt mich eben zu diesem zweiten Punkt der Profilbildung. Ich denke, das ist wirklich relativ wichtig, dass man aus diesem ganzen breiten Strauß der Möglichkeiten, den wir heute haben und der immer stärker wird durch die Möglichkeiten eben auch der Digitalisierung, dass wir uns wirklich sehr, sehr klar darauf fokussieren, was wollen wir mit einem bestimmten Studiengang erreichen, was wollen wir mit einem Hochschulprofil erreichen. Und was sind die Rahmenbedingungen, vor denen wir agieren? Und dass wir uns dann eben wirklich darauf fokussieren, was für Instrumente zur Zielerreichung dann eben auch wirklich notwendig sind. Also wenn ich es alles zusammenfassen darf, es ist kompliziert. Es gibt nicht, den einen Knopf, den man drücken muss und dann wird alles gut. Es bleibt und ist kompliziert. Und deswegen würde ich auch gerne meine Fragen schließen mit einer Frage, die einfach im Stellen und schwierig in der Antwort ist. Wenn du für einen Tag Karliczek hießest und du an diesem einen Tag eine Maßnahme umsetzen könntest, ich weiß, Leute, die wissen, wie politische Mühlen mahlen, so funktioniert die Politik nicht, aber wir nehmen das einfach mal an. In einer sehr einfachen Welt. Du wärst also Frau Karliczek, du könntest eine Maßnahme umsetzen. Was würdest du tun, Antje? Ich bin gerade total geflasht von diesen unglaublichen Möglichkeiten, die da jetzt auf mich zukommen. ich würde wirklich versuchen, Freiräume zu mobilisieren. Also das finde ich tatsächlich in unserer Debatte im Moment sehr wichtig. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten und wir haben unglaublich viele Reglements. Und wir haben unglaublich viele Ansätze, wie sich Hochschule entwickeln kann und wir haben Benchmarking-Parameter. Und was ich unglaublich spannend fände, wäre tatsächlich mal in so einer Konstellation zu sagen, wir versuchen eine Situation zu ermöglichen, wo mal wirklich out of the box gedacht wird, ohne darüber nachzudenken, wie passt dieses oder jenes in Anrechnungsmodi, in bestehende Curriculum-Formate, in bestehende Hochschulstrategien, sondern wirklich disruptiv Themen weiterzudenken. Ich weiß, dass das jetzt auch gerade das, was ich vorher gesagt habe, total konterkariert, aber das ist, glaube ich, dann auch wieder das Potenzial, wo auch Innovation daraus entstehen kann, dass man in solchen Momenten die Möglichkeit hat, tatsächlich Freiräume mal gezielt auszuagieren. Das würde ich umsetzen wollen. Freiräume schaffen. Aber wie wir das ganz genau mit der einen Maßnahme, das Freiraumgesetz? Ja. Okay, genau. Okay. Wir machen das. Ja, lass uns den Freiraumtag draus machen. Okay, der Nationale Freiraumtag. Das finde ich schön. Frau Schiefner-Roos. Genau.
Wir haben uns in der RG ja tatsächlich um so eine Fragestellung mal Gedanken gemacht. In der Synergie, die draußen ausliegt, finden Sie mal eine Vision von uns allen. Nicht zum Arzt sind wir gegangen, sondern wir haben sie aufgeschrieben. Was würden wir tatsächlich machen, wenn wir uns mal Lehrerbildung vorstellen, ohne alle Reglements, also ohne 16 Bundesländer, ohne Minister, ohne? Können Sie nachlesen draußen, das würde nämlich jetzt tatsächlich hier den Rahmen sprengen. Und ansonsten würde ich tatsächlich, wenn ich in der Rolle von Frau Karliczek wäre, so etwas einführen wie ein zwangsoffenen Blick nach draußen. Also tatsächlich dieses über den Tellerrand blicken, sei es von Leuten innerhalb der Lehrerbildung, sei es von Dozierenden, in andere Hochschulen gucken, in andere Systeme gucken, rausgucken, tatsächlich sich anregen lassen. Jetzt halte ich nicht viel von Verpflichtung an der Stelle, aber vielleicht muss man manche Menschen zum Glück zwingen an der. Von daher probieren wir es mal so, über den Tellerrand blicken müssen. Sehr gut, Freiheit. Martin Karliczek. Ja, ich glaube, es gibt nicht die eine Maßnahme. Aber eine muss es jetzt sein. Ja, das mit der Freiheit finde ich super. Ich glaube, Hochschulen brauchen halt Luft zum Atmen und dafür brauchen sie auskömmliche Ressourcen. Und nur dann, wenn das gegeben ist, können wir auch diese Vielfalt erhalten, die wir in den Hochschulen haben. Und nur dann können sich Hochschulen eben auch weiterentwickeln in Bezug auf ihre Strategie und ihre Profilierung. Also mehr Geld? Das muss nicht nur mehr Geld sein, das kann auch mehr rechtliche Freiräume sein. Okay. Also das Geld ist nie verkehrt, klar, keine Frage. Aber grundsätzlich eine Freiheit zu schaffen, und ich weiß, vieles davon ist eben Ländersache, da bin ich als Karliczek dann gar nicht für zuständig. Aber klar, es gibt eben auch rechtliche Rahmen, die vom Bund gesteuert werden müssen. Und ich glaube, alles das, was den Hochschulen mehr Freiräume ermöglicht, ist sinnvoll für die Weiterentwicklung. Gut, also der Schlachtruf ist Freiheit. Das passt ja auch zum Quadriga-Forum tatsächlich, zu dem Ort, in dem wir uns hier befinden. Ich würde jetzt ein zweites Mal die Runde öffnen, dass Sie noch Ihre Fragen / Anmerkungen machen können. Und danach unten wartet schon der Wein. Aber damit will ich Sie nicht davon abhalten, eine gute Frage zu stellen. Das stimmt. Eine Anmerkung noch von irgendwo? Ja. Also ich weiß, dass alle immer sagen, mit mehr Geld könnten wir wesentlich mehr machen. Das ist auch ein typischer Topos. Glaube ich nicht. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle mein Plädoyer für mehr Geld in der Bildung halten, weil ich feststelle, wenn man im Ausland ist, dass einige Länder schon erkannt haben, dass vom Bildungsstand der Bevölkerung auch die Wettbewerbsfähigkeit abhängen wird. Vereinigte Arabische Emirate, sagt der Bildungsminister, investiert 20% des Bruttosozialprodukts in die Bildung. Und ich denke mal, Deutschland muss aufpassen, sich nicht abhängen zu lassen. Dann gibt es da noch eine Meldung. Oder wollte da jetzt jemand darauf antworten? Matthias Koschewa von der Uni Bochum. Ich schließe direkt dran an und nehme das Thema Freiheit mit zu, Thema Geld. Wir hatten gerade Estland gehört. Estland investiert 5% des Bruttosozialprodukts und Deutschland 4,3%. Also so weit sind wir da gar nicht von weg. An Geld allein kann es nicht liegen. Ich würde daher den Begriff Freiheit mit Haltung noch erweitern wollen. Weil ich glaube, das meiste hängt an der Haltung der Hochschulleitung und der Lehrenden. Und wenn wir, was ich mal so als ein Open Mindset beschreiben würde, wenn wir das durchkriegen. Zum Beispiel bei Frage, wer wird berufen auf eine Stelle? Wie gut macht jemand Lehre? Wie offen ist er für Innovation? Das muss dann nicht immer nur Digitalisierung sein, sondern kann darüber hinausgehen. Dann haben wir, glaube ich, viel erreicht. Dankeschön. Danke. Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Falls nicht noch jemand ein anderes Schlusswort
auf dem Herzen hat, bedanke ich mich. Freiheit und Haltung, damit beenden wir den Tag. Ganz, ganz herzlichen Dank an meine Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten hier auf dem Podium. Es war mir eine große Freude. Ich habe schon eben den Wein angekündigt, den gibt es unten, auch Bier und andere Getränke. Ich freue mich jetzt auf ein schönes Zusammensein und hoffe, dass möglichst viele von Ihnen auch an den weiteren Tagen der Themenwoche dabei sind, entweder physisch oder natürlich auch per Livestream. Danke auch an die Leute, die uns im Livestream online verfolgen. Besten Dank.